Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden über Geld. Und zwar heute mit der Vivian Schwarnberg und der Corin Brecher wieder einmal. Schön, sind ihr hier in Lenzburg. Danke vielmals für den Besuch. Und zwar haben wir heute ein Thema ausgesucht, wo ich einfach schlicht überfordert bin und keinen Blogbeitrag anbringen, weil ich schreibe immer zu kompliziert, wenn ich es am Schluss durchlese. Wegen dem habe ich gedacht, ich suche jetzt zwei Profis. Und zwar reden wir heute über das Thema strukturierte Produkte. Aber bevor wir anfangen, Vivian, willst du dich schnell selber vorstellen? Das mache ich. Vielen Dank. Danke, sehr dass ich da sein darf. Mein Name ist Vivian Sparenberg, ich komme von Vontobel. Ich bin da verantwortlich mit meinem Team für die Distribution von den strukturierten Produkten für die Schweiz und versuche so auch den Privatanlegern in der Schweiz die strukturierten Produkte etwas näher zu bringen. Okay. Dein Name passt voll zu deinem Job, Sparenberg. Das habe ich schon sehr oft gehört, ja. Aber es stimmt anscheinend. Ja. Stimmt, ja. Genau. Gori? Ja. Ich kann mich noch kurz vorstellen, dich kennen wir ja eigentlich schon sehr, sehr gut hier im Podcast. Gerne, danke für die Einladung. Mein Name ist Corin Brecher, ich bin 32, wohne in der Region Zürich und bin bei mir selber angestellt seit dem 2020. Über 10 Jahre in der Finanzbranche und bin hauptsächlich im Bereich Aktien und ETFs unterwegs und mache Finanzbildung einfacher zugänglich für die Frauen, damit Vermögens- und Vorsorgelücken können vermieden und geschlossen werden. Mega wichtige Aufgabe, die du hier hast. Hey, ich habe mir ein Spiel überlegt für heute. Und zwar, kennt ihr vielleicht noch von der Schule, wenn der Lehrer rangeht und zu Teams bildet und sagt Team 1, Team 2 und an der Tafel macht er so 5 Kreisli. Und zwar habe ich die jetzt auch drauf zeichnet, vielleicht sieht man es in der Kamera. Und zwar, die Idee ist immer, wenn ihr ein Fachwort oder ein Fremdwort braucht und nicht gerade erklärt, dann verschiebt sich der. Also wenn jetzt Vivian ein Fremdwort braucht, das sie nicht gerade erklärt, oder, macht Corin quasi einen Punkt. Und am Schluss schauen wir, wer mehr Punkte verschenkt hat. He? Das okay. Verstanden, sehr gut. Und meine Aufgabe ist hier, ich bin der Schiedsrichter von dieser ganzen Geschichte. Gibt es einen VAR? Gibt es einen? Ein Video Assistant Referee. Ein Video Assistant Referee, ja, den bin ich jetzt. Oder? Wir könnten es am Schluss auswerten, ob ich dich darauf aufmerksam machen musste, ob du es erklärst oder ob du es selber schon erklärt hast. Das könnte man machen. Oh, also, okay. Sehr gut. Preis haben wir noch nicht festgelegt. Möchten wir am Schluss. He? Der eine schuldet den anderen zwei in Drinks. Nachher. Also ich gönne sowieso. Das war mir eben wichtig, als ich später fand. Okay. Ja. Struckis, was sind Struckis oder wo fällt man da am besten an? Wieso bist du nicht auf dem Board? Weil Struckis ist ja, ich bin ja Schiedsrichter, wäre mega fies. Ja, eben wegen dem Freude. Aber du sagst, nimmst auch schon den Fachbegriff mit Struckis. Okay, was sind strukturierte Produkte? Wer will? Ich glaube, das Wort strukturierte Produkte, tendenziell nimmt man es immer, um es selbst zu erklären, also Struktur mit Struktur zu erklären. Ja. Einfach gesagt, ist ein strukturiertes Produkt ein zusammengesetztes Produkt aus mehreren einzelnen Produkten. Strukturiert ist aber auch mehr Komplexität, was es da manchmal reinbringt, also Schwierigkeit, warum auch manche Anleger hier ein bisschen Schwierigkeiten eben haben, weil sie es auch als zu komplex ansehen. Aber im Endeffekt ist ein strukturiertes Produkt dafür da, Rendite zu erwirtschaften in bestimmten Marktphasen. Und strukturierte Produkte sollen einfach auch zur Beimischung von Depots helfen, um bestimmte Risiko- und Chancenprofile auch abbilden zu können. Ja. Okay, und wie macht man da oder wie macht das Vontobel genau? Vontobel selbst ist dafür eigentlich prädestiniert, vor allem im Schweizer Markt strukturierte Produkte zu emittieren, also auf den Markt zu bringen. Sie emittieren sozusagen ein strukturiertes Produkt an der SIX, das wird sozusagen dann gelistet. Emittieren bedeutet, dass wir dieses strukturierte Produkt an eine Börse bringen und für den zugänglichen öffentlichen Markt anbieten. Und dieses Angebot kann dann der jeweilige Privatanleger annehmen, indem er das Produkt kauft. Und Emittent oder Emittieren bedeutet halt, dass wir für diese Produkte verantwortlich sind am Ende des Tages. Okay. Und kaufen, das kann ich ganz normal bei meiner Hausbank machen, bei meinem Online-Trader meines Vertrauens. Das kann ich überall machen.
Ja, strukturierte Produkte ist auch ein relativ weiter Begriff. Also es ist nicht nur ein klassischer, eine klassische BRC, das ist auch ein Fremdwort, ich weiß, aber das werden wir später nochmal erklären. Also klassische Anlageprodukte beispielsweise, die zum Beispiel eher für längerfristige Trends sind. Es gibt auch Hebelprodukte, die zum Beispiel eher, wie manche auch sagen, zur Spekulation genutzt werden oder eben auch wetten auf etwas. Und da geht es eben darum, dass von Tobel zwar der Emittent ist, das habe ich erklärt, aber in dem Falle ist der Kauf zum Beispiel nicht über von Tobel notwendig, sondern man kann über seinen Broker, über seine Hausbank diese Produkte halt kaufen. Die sind gelistet an der SIX oder eben zum Beispiel auch auf Swiss Dots gibt es auch Produkte und dort kann man dann diese Produkte kaufen und verkaufen zu den jeweiligen Handelszeiten. Ja, also ja. Schweiz, 9 Uhr morgen, Fotospass auch, bis um 6 Uhr, gell, haben wir. Ja, Viertel nach fünf. Viertel nach vier. Ja. Also strukturierte Produkte haben andere Handelszeiten als zum Beispiel auch die klassischen Aktien oder auch Fonds. Aber zum Beispiel, wenn Sie jetzt auf Swiss Dots schauen, das ist zum Beispiel der Handelsplatz von der Swiss Quote, die haben beispielsweise ein eigenes Handelssegment für nur Hebelprodukte. Ja. Da kann man zum Beispiel auch von 8 bis 22 Uhr handeln. Ja, okay. Mhm. Cool. Aber grundsätzlich ja. Börsenöffnungszeiten, oder? Also sage ich auch mal auch, oder nicht mit einer Limite dann das Produkt kaufen. Oder? Also. Okay. Was meinst du mit Limite? Dass man sagt, ja, ich habe halt einen Job, ich muss arbeiten, Montag bis Freitag und ich habe morgen keine Zeit zum Handeln zwischen 9 und 5. Also setze ich eine Limite und sage zu dem und dem Preis, werde ich das Produkt kaufen, oder man kennt es von der Aktie. Also am einfachen Beispiel jetzt von einer Aktie, dass man sagt, im Moment ist die Aktie, kostet ein Anteil 50 Franken und ich kaufe sie zu, man sollte ein bisschen tiefer gehen, also ja, 49 vielleicht, schaut zu der letzten Handelstag an, sagt, gut, bei 49 kaufe ich die Aktie, und wenn am nächsten Morgen die Börse aufgeht und bei 49 der Titel notiert, dann wird sie zu dieser Limite gekauft. Okay. Aber ja, grundsätzlich. Gibt es da eine Empfehlung, wo du würdest sagen, dass man so Limite sollte man, sie hat Limite ja erklärt, sehr, sehr schön. Limite sollte man grundsätzlich auch bei Hebelprodukten beispielsweise immer setzen, um halt sich auch vor Kursrisiken hier abzusetzen, abzusichern in dem Fall. Aber man sollte halt eben auch schauen, dass man seinen ganzen Bestand, egal ob strukturierte Produkte oder Aktien, halt eigentlich immer im Blick hat und sich nicht nur auf Limite verlassen, weil man dann in dem Fall auch in das Problem läuft, wenn die Börse nicht auf hat, wird dieses Limit halt auch nicht ausgeführt. Egal ob in dem Fall ein theoretischer Preis eigentlich erreicht werden hätte können. Und in dem Fall sollte man sich nicht immer nur auf die Limite verlassen, aber sie sind trotzdem wichtig. Also jetzt Verständnisfrage, wenn ich ein strukturiertes Produkt kaufen, muss ich da aktiv am Ball bleiben oder kann ich das einfach kaufen und ein Schlaftablette nehmen und 10 Jahre später schauen, was damit passiert ist? Also man kann bestimmt schauen, ob dann irgendwie in 10 Jahren was passiert ist, aber in dem Fall, wenn man natürlich diese Produkte benutzt, um seine Rendite zu optimieren, ist beispielsweise für die Hebelprodukte sollte man schon am Ball bleiben, da sollte man schon schauen, was die Aktie oder der Index oder in dem Fall, was da drunter liegt, macht, weil diese Produkte halt relativ volatil sind, also sehr schwankungsanfällig, Volatilität, also die Schwankung von etwas. In dem Fall ist es da schon wichtiger, am Ball zu bleiben. Bei Anlageprodukten, also eher Produkte, die auf die weitere Laufzeit ausgerichtet sind, zum Beispiel 1 Jahr oder 2 Jahre, da kann man schon mal die Schlaftablette nehmen, ja, aber man sollte zwischendurch doch schon mal reinschauen. Aber die sind eben dafür angelegt, dass es längerfristig auch im Depot bleibt. Bei Hebelprodukten, die sind eher für kurzfristige Trends. Kannst du uns schnell verraten, was ein Hebelprodukt ist? Ein Hebelprodukt ist ein Produkt, das faktoriert auf etwas geht, also gehebelt mehrmals. Man kann mehrmals den jeweiligen Wert gewinnen oder verlieren in Produkten. Hebelprodukte sind aber eher eine Kategorie, wo man sich schon relativ sicher sein sollte. Man sollte sich gut auskennen in Hebelprodukten. Ja. Aber das sind so die klassischen Teilungen von strukturierten Produkten. Oder es gibt einmal Hebel und einmal Anlage. Einmal eben Hebel kann man auch sagen, ist vielleicht ein bisschen das schnellere Produkt, weil es relativ exakt am Markt ist, aber auch relativ mehr Risiko abbilden könnte als zum Beispiel ein Anlageprodukt, weil das eher für die langfristigen Trends ausgelegt ist oder für die Trends von Märkten.
Hebelprodukte sind beispielsweise, wenn man zum Beispiel auf ein Event sich setzen möchte, zum Beispiel auf die EZB-Sitzung oder auf die Zinserhöhung oder ähnliches, da sind Hebelprodukte öfter eingesetzt. Und in dem Fall ist ein Hebelprodukt aber risikoreicher, weil sowohl in die Gewinn- als auch in die Verlustzone gehebelt werden kann. Ja. Aber hier nochmal, also Hebelprodukte sind wirklich nicht einfach zu verstehende Finanzprodukte. Ja. Hast du Struckis oder Hebelprodukt, Corinne? Also ich habe aktuell nicht im Depot, aber ich habe ein BRC gehabt, also ein Barrier Reverse Convertible. Jetzt musst du das noch erklären. Jetzt hast du zwar mit der Abkürzung ausgesprochen. Ja, die Abkürzung habe ich ausgesprochen. Aber es geht eigentlich grundsätzlich darum, ich habe es auch lange nicht verstanden. Also ich habe angefangen mit Aktien und ETFs. Ja. Und wenn du in deinem Online-Broker das Depot aufmachst oder die Übersicht aufmachst, hast du eben oft Aktien, die kannst suchen, du hast ETFs, die kannst suchen und du hast strukturierte Produkte, die kannst suchen. Und dort bin ich eigentlich zum ersten Mal drauf gestoßen. Dann habe ich gemerkt, aha, Barrier Reverse Convertible, keine Ahnung. Und dann orientiert man sich an den Emittenten, an den Herausgeber von diesen Produkten, oder? Und dann siehst du zum Beispiel, aha, gut, da steht schon mal Fonddoppel. Gut, bin ich schon mal seriös. Ja, genau, bin ich schon mal nicht irgendwo in einem weiss nicht was Produkt. Kann man sich an dem orientieren. Aber ich habe es ganz ehrlich, aus eigener Kraft habe ich es nicht verstanden. Ich weiß, was mache ich? Hast. Was habe ich gemacht? Du hast ein Papi angelegt. Papi, was ich? Die Papi ist eine Legende in diesem Podcast. Könnt ihr ihn mal haben im Podcast? Das wäre mega cool. Sagst du mal. Okay, sag's mal, ja. Nein, aber er ist damals dann auf mich zugekommen. Ich habe es wie ein bisschen vergessen und dann haben wir uns wieder getroffen. Und, also ich gehe ab und zu meinen Eltern, ja, nicht so simplifiziert. Und hat er eben gesagt, ja, er hat jetzt gerade ein Barrier-Produkt hat er gekauft, hat er es genannt. Und ich habe gesagt, genau, ich habe keine Ahnung, aber ich würde es gerne verstehen. Ja. Er ist auch eher der passive Anleger, also eher, wie soll ich sagen, er schaut schon ab und zu rein, aber jetzt muss nicht jeden Tag sein. Mhm. Und ich habe gefunden, es ist dann eigentlich eine Möglichkeit, um das Portfolio gut zu erweitern, aber eben, also man muss halt ein bisschen rauskommen am Anfang, bis man weiss, was es ist. Und er hat es mir dann so erklärt, dass du zum Beispiel 3 Titel, 3 Aktien, es ist wie ein fixiertes Produkt, eigentlich, wie so ein Katalog, und du wählst ein paar Perlen aus. Und gut, die Perlen wären jetzt 2, aber das sind 3 Aktien drin gewesen. Und du kommst einen Zins über für das, solange du sie hebst. Wichtig ist einfach, jede Aktie hat ja einen Kurs. Und dann gibt es eine sogenannte Barriere. Und unter diese Barriere dürfen sie nicht fallen vom Marktkurs, oder? Sonst werden sie dir eingebucht. Ja. Also, ich wollte immer zuerst den Worst Case wissen. Mhm. Was ist der Worst Case? Der Worst Case ist einfach, dass du die Titel nachher in deinem Depot hast und musst das machen, was man eigentlich immer machen sollte, aussitzen, sozusagen. Ja. Warten, bis sie sich erholen, bis dann nachher wieder im Gym ist. Und sonst kommst du halt den Zins über. Den kommst du auf jeden Fall. Ja. Mhm. Genau. Also der Zins, ja, aber ich finde halt der Zins ist schon attraktiv, aber wenn man allein vom Kursgewinn einmal gesehen, was Aktien an Kursgewinn zulegen, ist einmal der Kursgewinn, finde ich, fast attraktiver wie der Zins. Also der Zins ist einfach das Trostpflaster. Genau. Aber hast du immer noch Geld verdient damit? Ob ich dort Geld verdient habe? Ja. Dann hast du aber immer noch Geld verdient damit, oder? Ja. Führt dich eigentlich zur Schlussfolgerung, so wie es du erklärt hast, du verdienst immer Geld damit? Ja, nicht. Also es gibt schon Ausnahmen, ich weiß vielleicht hast du. Also die klassischen BRCs sind einfach für bestimmte Märkte da. Also nicht natürlich, wenn man eine Aktie hat, die jetzt 100% macht, dagegen kann auch das Produkt nichts machen. Also viel Zins kann man gar nicht machen. Im Endeffekt sind sie gerade für Märkte da, die zum Beispiel seitwärts laufen und zum Beispiel leicht nur steigen. Also dass man nicht diesen Trend der Aktie einfach unterbrechen muss oder kann. Ich meine, wenn man jetzt davon ausgeht, dass eine Aktie wirklich super performt, dann sollte man eben schon vielleicht zur Aktie greifen, weil da kann das Produkt dann auch nicht besser performen. Aber gerade in Märkten, wo es jetzt seitwärts geht und man beispielsweise nicht diesen Kursgewinn erwartet, den man hat oder den man machen könnte, sagt man, okay, ich kann dieses BRC eben dafür nutzen, dass ich ein bisschen
dieses Marktgeschehen rausnehme, indem ich halt diesen Zins einstreiche, in jedem Fall. Und wenn die Barriere gerissen wird, warum auch immer, in dem Fall eine Aktie eingebucht bekomme. Und das ist auch das Wichtigste bei der Auswahl, dass ich halt auf jeden Fall auch sicher bin mit der, oder dass ich eine Aktie habe, die mir auch gefällt. Und dass ich nicht am Ende eine Aktie bekomme, wo ich denke, oh nee, die hätte ich jetzt aber lieber nicht in meinem Depot. Und deshalb ist es da schon der erste Schritt, der wichtig ist, zu schauen, welche Aktien da drin sind. Und nicht nur nach dem Coupon schauen. Ja. Ganz wichtig. Also das Päckchen ist schon gegeben von diesen drei Aktien jetzt in deinem Beispiel, oder? Du kannst nicht eine austauschen selber mit einer anderen ersetzen. Also das ist unsere Aufgabe als Emittent, eben auszusuchen, erstens, welche Paare sind vor allem attraktiv. Meistens haben die auch die gleichen Branchen. Dadurch hat man, dass sie nicht so abhängig von natürlich Außenwirkungen sind. Wenn man jetzt zum Beispiel Medizin hat und Auto, da hat man natürlich verschiedene Branchen. Und wenn da irgendwas in der Branche passiert und dann eine Aktie davon in dieser Branche ist, dann ist natürlich das Risiko in dem Produkt viel höher, wenn man verschiedene Branchen drin hat. Deshalb versucht man immer in einer Branche zu bleiben. Zum Beispiel, dass man Novartis und Roche irgendwie mit reinnimmt und vielleicht noch eine Bayer aus Deutschland, dass man irgendwie in der Pharmabranche bleibt oder dass man zum Beispiel BMW, Daimler, Volkswagen nimmt und die deutschen Autobauer mit reinnimmt. Und dann hat man dieses feste Paket geschnürt oder wir schnüren das, geben dem auch eine Laufzeit mit, also wie lange das Produkt läuft und geben dem noch den Zins mit. Der Kunde an sich kann nicht entscheiden, ob er jetzt eins rausnimmt oder eins reinnimmt, aber dadurch... Also ich kann dir nicht das mehr schreiben und sagen, du gleich noch ein bisschen Tesla drin, wenn du schon alle kann man schon machen, ob ich es dann mache, ist die andere Frage. Okay. Nein, also das ist schon eher ausgewählt nach dem, dass wir schon schauen, dass eigentlich die meisten Basiswerte auch abgedeckt sind. Basiswerte ist die Aktie an sich, das ist der Basiswert, der unterliegt. In der Schweiz die beliebteste Kombination ist Nestle, Novartis, Roche. Da haben wir auch mit Abstand die meisten Produkte. Und die gibt es dann in verschiedenen Ausgestaltungen, also wie die Laufzeit ist, wo die Barriere liegt, wo die Aktien sind dann meistens eben gleich, aber austauschen kann man sie nicht. Aber es gibt sehr viele verschiedene so kleine Stellschrauben, die dann eben sich auch auf die Zinsen auswirken am Ende. Wie behaltet ihr da die Übersicht? Weißt du, dass jetzt das richtige Produkt ist in dem Moment? Wenn du sagst, ihr habt von Tablet sehr viele Produkte mit diesen drinnen, wo weiss ich denn, welches das Richtige für mich ist? Also von Tobel hat beispielsweise. Auf was musst du genau achten? Weißt du, gibt es da so Eckpunkte, wo kannst du drauf schauen? Ja, also wir haben zum Beispiel gelistet 16.000 Produkte, schon allein nur an der SIX. 35 insgesamt, wenn man Dots dazu nimmt. Und da sieht man schon, und das nur für die Schweiz, oder? Wir haben natürlich auch viele verschiedene europäische Märkte, wo es viel, viel mehr Produkte gibt. Und deshalb ist das ja auch, was so ein bisschen überwältigend manchmal rüberkommt. Und man hat da so eine Flut aus Produkten. Und eben, wenn man nur auf strukturierte Produkte klickt, sieht man, wir sind ja nicht der Einzige, oder? Dann gibt es noch viele andere Emittenten, die es auch machen. Das ist eben da, weißt du, was ich so krass finde, wenn ich irgendwie ein ETF anschaue, oder? Dann gibt es einfach so, bam, da hast du eine riesen Liste, oder? Und dann kämpfst du mal durch die durch und dann weißt du jetzt einfach, okay. Wenn mir der ETF mal zu langweilig wäre, das Nächste, wenn ich zu einer Strucki wechsle, dann lohnt es dich nochmal. Du kannst nochmal von vorne anfangen, das ganze Aufbau auf was achten. Wegen dem frage ich, gibt es so Eckpunkte, wo du kannst sagen, wenn du 3 von 4 erfüllt hast, ein Höckchen, passt es alle zu dir? Also am besten schaut man erstmal, was man selber für sich braucht oder möchte. Also was ich mit diesem Produkt erreichen möchte. Möchte ich einfach Kohle nur verdienen. möchte ich wenig oder viel Geld verdienen? Das ist dann auch noch die richtige Immer Frage. Immer viel, ja. Welches Risiko sehe ich zum Beispiel, wenn ich jetzt mir 3 Aktien aussuche, ich nehme Nestle, Novartis, Roche, oder? Und ich gehe davon aus, dass die vielleicht in einem Jahr nicht mehr als 5 oder 10% fallen, oder? Für über ein Jahr gesehen. Und dann sage ich, okay, ich sehe meine Barriere also beim Produkt. Also du gehst davon aus, Aktie könnte fallen, jetzt in dem Beispiel, habe ich es richtig verstanden? Ja. Aber ich gehe im Endeffekt auch nicht davon aus, dass sie sehr viel weit nach oben steigt, oder? Also nicht, dass sie jetzt wirklich eine Rakete wird in dem Fall und super performt, weil dann bringt mir das Produkt am Ende nichts, weil der Coupon wird nicht das ausgleichen, was am Ende die Aktie machen würde, oder? Und deshalb gehe ich davon aus, dass Nestle, Novartis, Roche alle 3 seitwärts tendieren und nur ein bisschen, wenn überhaupt, steigen. Und meine Barriere setzt sich so, dass ich sage, ich gehe davon aus, dass diese 3 Aktien, keine von diesen 3, also jeweils einzeln gesehen wirklich, nicht als Cumulus. Und in dem Fall gehe ich davon aus, dass keine davon mehr als 10% fällt. Also kann ich theoretisch meine Barriere 90% vom aktuellen Kurs setzen oder 10% runter.
Vielleicht sagt man auch, okay, das ist mir aber vielleicht ein bisschen zu unsicher, ich nehme einfach 20%, oder? Dann habe ich 80% vom aktuellen Kurs von Nestle, von Novartis und von Roche. Das sind die jeweiligen Barrieren vom Produkt. Und dann sage ich, okay, jetzt möchte ich ungefähr für das einen Zins haben von 6-7% und noch ein Jahr Laufzeit. Und dann muss man sich aufgrund deren oder aufgrund dessen, was ich denke, dieses Produkt raussuchen. Und wo verdiene ich denn das Geld, wenn ich nach einem Jahr die 20% getöpft habe oder nicht? Wenn sie nicht gerissen haben. Also wenn sie weniger als 20%, nein, wenn sie weniger als 20% Kate sind, ja, dann habe ich Geld verdient. Das Geld an sich wird, also der, wenn man das Geld gleichsetzt wie den Coupon oder den Zins, den man erhält für das Produkt, das man hält, dann kann man sagen, es ist egal, ob sie reißen oder nicht. Weil am Ende des Tages ist es, der Zins wird immer ausgezahlt, solange der Emittent nicht ausfällt. Das muss man noch dazu sagen. Das Emittentenrisiko muss man auch immer beachten. Also dass zum Beispiel von Tobel als Emittent, wir sind der Ausgeber von diesen Produkten, insolvent oder zahlungsunfähig wird. Das ist das Risiko bei allen strukturierten Produkten, dass eben der Anbieter dieser Produkte ausfällt. Ja. Und in dem Fall wird der Zins nicht als garantiert angesehen, weil es zum Beispiel kein Fonds ist. Und in dem Fall kann es eben in dem Fall sein, wenn wir ausfallen, dass dieser Zins nicht ausgezahlt wird. Ja. In allen anderen Fällen wird dieser Zins immer ausgezahlt. Also das ist eigentlich sehr das aktives Beispiel, wo wir da haben, oder momentan nicht nur in der Schweiz, auch weltweit. Die USA hat jetzt gerade wieder eine Meldung gemacht, dass eine Bank übernommen worden ist von JP Morgan. Also das ist wirklich ein Risiko, das es gibt, oder? Das ist nicht einfach so Larifari, das musst du wirklich im Auge behalten. Und von dem her solltest du dich auch ein bisschen informieren über die Bank, wo das ist. Also es ist erstens wichtig, also schon mal zu sehen, wie lange die das überhaupt machen, was die sonst noch so machen, oder? Ob die irgendwelche Risiken woanders haben? Ja, eben, das kann man ja sagen, die letzte Grossbank in der Schweiz hat ja auch schon ein Zeitchen gemacht, oder? Das ist ja noch kein Ding, wo du draufgehen kannst, oder schlussendlich. Genau. Ja. Aber meistens werden die, weil es viele Leute zum Beispiel auch mit Fonds vergleichen, da gibt es ja bestimmte Fondsvermögen, die halt gesichert sind, wenn es zum Ausfall kommt. Das ist halt bei strukturierten Produkten nicht so. Und deshalb sollte man den Emittenten vorher auch immer auswählen und sich nicht von manchen schönen Zinsen oder Coupons hier blenden lassen, dass die hoch sind oder im Endeffekt wirklich erstmal diese Schritte durchgehen und sagen, okay, ich nehme jetzt eine Bank, der ich vielleicht vertraue oder von der ich halt schon Gutes gekannt habe oder gekauft habe, vielleicht schon andere Produkte, kann ja auch sein. Und weil das ist maßgeblich für das, was am Ende ausgezahlt wird oder ob er das Emittentenrisiko abfedern kann oder nicht. Und dann ist am Ende halt wichtig, dass Nestle, Novartis, Roche nicht die Barriere erreicht, dann kriege ich nämlich die kompletten 100%, die ich eingesetzt habe, auch wieder. Und wenn eine Barriere von irgendeinem gerissen wird, also die jeweilige Barriere, bekomme ich halt die Aktie, die am schlechtesten am Ende performt hat, ja, in mein Depot gebucht. Wenn jetzt eine Nestle die Barriere reißt, von den 80%, die wir vielleicht angenommen haben, sich aber zum Beispiel wieder erholt und am Ende des Tages aber zum Beispiel Novartis der schlechteste, dann kriege ich Novartis und nicht Nestle. Ja. Also immer der am schlechtesten abschneidet am Ende. Und deshalb ist es halt wichtig, man weiß nie, wie der Markt ist, oder? Es gab jetzt so lange einen Bullenmarkt und alle haben gesagt, es geht nur nach oben. Man muss halt auch damit wirklich zufrieden sein, wenn man diese Aktie bekommt. Und weil wenn man sie bekommt, dann ist man halt nicht hundertprozentig oben drauf, sondern ist halt schon ein bisschen weiter unten. Also quasi, wenn du das Päckchen anschaust, überlegst du auch wieder, was ist der Worst Case? Welche Aktie gefällt mir am wenigsten? Ja, könntest du damit leben, dass du die nimmst oder nicht? Okay. Aber es ist ja nicht so, dass man die ganze Altersvorsorge jetzt in ein strukturiertes Produkt hinein. Oder es ist eigentlich eine schöne Beimischung vom Portfolio. Es ist auch ein bisschen Spielerei, würde ich sagen. Etwas, das flexibel ist, oder? Wenn man sagt, ja, du hast deine Fonds oder auch gewisse Einzeltitel, das sind einfach Evergreens, die lässt du einfach in deinem Depot. Ja. Aber dann hast du spielerische Komponenten. Ich glaube, das wissen wir ein bisschen aus dem Feedback, oder? Vielleicht auch Podcast-Hörer oder Hörerinnen. Kursteilnehmerinnen, ja. Wo sagen, das ist mir irgendwie jetzt langweilig mit den ETFs, ja, und dann etwas Lässiges. Oder? Also, ja, das etwas ist so krass, wie schnell das vor allem kommt. Gell? Kommt ja zwei Monate dabei, wenn du, ich brauche irgendetwas anderes. Und dann sind sie gerade im Krypto, oder? Ich denke so, Moment. Halt, stopp. Das war vielleicht ein bisschen zu schnell. Genau. Darum. Es gibt ja noch anders. Und dann gehst du
Also dann erklärst du noch, es gäbe dann noch Struckis. Also, ich habe strukturierte Produkte nicht in meinem Online-Kurs drin. Ja. Aber die, die weitergehen, die sagen nach Aktien und nach ETFs, ich hätte noch gern, also ich würde gerne mein Anlageuniversum ein bisschen aufmachen, dann muss man einfach irgendwann auch auf die anderen Produkte kommen und sagen, was es sonst noch gibt am Markt. Und das Spannende ist ja, dass man gerade mit strukturierten Produkten, ich meine, alle, die Zeitung lesen, kommen in Berührung mit den strukturierten Produkten, aber sie wissen gar nicht, dass es strukturierte Produkte sind. Oder? Also ich habe letztens ein E-Mail bekommen von einer Kursteilnehmerin, die gesagt hat, wir haben doch über strukturierte Produkte geredet und die Zeitungen sind voll mit strukturierten Produkten, mit Ads, oder? Also mit Werbung für strukturierte Produkte, aber sie hat die nie wahrgenommen. Und sie hat sich gefragt, warum das so sei, also warum man einfach eine ganze Seite in einer also grosse Zürcher Zeitung, die eine Seite weiss auch nicht, wie viel 1'000 Franken kostet, warum platziert man dort so ein Inserat, das sowieso niemand versteht. Ja. Außer man hat den Kurs gemacht, oder? Und es ist ja wirklich so, also ich schaue mir die Inserate mal auch an und denke, okay, statt neue strukturierte Produkte, oder? Und dann, aber schon auch zum Teil kryptisch. Also meine Frage vielleicht an dich, warum macht man so ein teures Zeitungsinserat? Hat man das Gefühl, die Leute verstehen das? Oder? Ich glaube, es ist so ein bisschen eine Mischung aus, wir versuchen es zu machen, damit wir nicht nur für Struckis vielleicht so im Gedanken bleiben, sondern dass man sagt, okay, es gibt irgendwas bei uns zu kaufen, vielleicht nicht unbedingt nur Struckis, aber man macht das so. Print ist immer so eine Abwägungssache. Print ist natürlich für einen gewissen Anteil unserer Anleger sehr wichtig und da wird sehr viel, vor allem im BRC-Bereich, sehr viel gekauft oder auch sehr viel. In welchem Bericht, sorry? Wurde das schon erklärt? Bestimmt BRC ist erklärt, Entschuldigung. Dass eben ein Anteil der Anleger wird über die Zeitung angesprochen. Also ich nehme an, das ist ja nicht 20 Minuten, wo du die Werbung drin siehst. Nein. Also da wird ja aber die grossen, in einer Türen, neuen Zürcher Zeitung sein, oder? Wo das drin steht, oder? Ja, oder eben Handelszeitung, also so, ja. Ja, okay. Ich glaube, es ist so ein bisschen als Schaufenster gedacht für eine andere personelle Anlegerschaft, wenn man das so vielleicht auch eher... wenn es ums Alter geht, ja, die schauen sich halt vielleicht lieber die Zeitung an, anstatt dass sie vielleicht sich auf den Webseiten das anschauen. Aber man muss auch sagen, gerade diese Leserschaft sind halt auch die, die sich schon relativ lang damit auch beschäftigen und wahrscheinlich auch die größte Gruppe, die das kaufen am Ende. Ja. Ja. Oder ja, jetzt kaufen. Ja. Hoffentlich ändern wir das. Also das Interesse kommt eigentlich erst, ja, wenn man ein gewisses Basis-Know-how hat. Ja. Ja. Und auch die Bekanntheit. Also ich glaube, diese Art von Produkt ist mit, also von den strukturierten Produkten, ich glaube, mit einer der bekanntesten. Und die gibt es auch wieder in super vielen Ausgestaltungen, oder? Man kann dann, wenn ich jetzt diese ganzen Wörter sage, dann bin ich sofort in der an. Aber es gibt dann ganz viele verschiedene Merkmale von diesen Produkten, die das dann wieder viel komplexer machen. Und deshalb dieser, wirklich dieses einzelne, genommene BRC, wirklich sehr, sehr runtergebrochen auf das, was es eigentlich sein soll. Also wirklich vereinfacht in dem Fall, das ist wirklich einer der meistgehandelten Produkte im strukturierten, also von den Hebelprodukten abgesehen, aber in Anlageprodukten ist einzeln gesehen das meistverkaufteste Produkt. Ja. Okay. Weil es auch am einfachsten zu verstehen ist, das muss man auch sagen. Das würde ich aber jetzt nicht unterschreiben. Also von im Gegensatz zu dem Rest, die wir haben, sagen wir es so. Also nicht gegen alle anderen gesehen, ja, sondern gegen strukturierte Produkte an sich. Aha, ist der BRC innerhalb von, ja, ist der einfachste, ja. Ja, ja. Genau. Gibt es denn noch andere Ausgestaltungsmöglichkeiten? Ja, man kann dann zum Beispiel das einzelne Produkt, man kann das dann zum Beispiel vorzeitig zurückzahlen. Ja. Das ist die sozusagen die Autocall oder die Issuer-Callable Funktion. Das bedeutet, dass man nicht bis zum Ende der Laufzeit dieses Produkt, also man muss es sowieso nicht halten bis zum Ende, man kann es jederzeit kaufen und verkaufen. Also man muss jetzt nicht darauf warten, dass dieses Produkt jetzt wirklich ein Jahr und dann ist es zu Ende. Man kann zum Beispiel auch sagen, wenn man kurz von der Barriere ist und sagt, okay, ich möchte jetzt die Aktien zwar nicht haben, aber ich will jetzt mein Geld wieder rausholen, oder kann ich es auch verkaufen, das Produkt zum aktuellen Kurs. Es gibt auch Produkte, die zum Beispiel eben vorzeitig zurückzahlbar sind.
Und das bedeutet, dass dann zum Beispiel immer an einem bestimmten Punkt während der Laufzeit geschaut wird, okay, wo sind die ganzen Aktien aktuell unterwegs? Und wenn sie einen bestimmten Punkt erreicht haben, dann kriege ich meine 100% sofort wieder. Aus welchem Grund sollte ich es vor der Frist verkaufen? Und was motiviert mich dazu? Das kommt immer darauf an. Also erstens, ob ich das Geld brauche. Ja. Aber erst gesagt, man sollte nur investieren, wenn man dieses Geld braucht. Wir investieren kein Geld, das wir brauchen. Genau. Also, ja, genau. Ja, aber weiss ja, es ja das, nicht, das meinst du eben. Weißt du, wenn sie dann irgendwann gierig werden, oder? Das ist das Problem, ja, oder was? Leute werden gierig. Dann setzen sie eben auch Geld, wo oh fuck, mit dem hätte ich mein Triano sollen einzahlen oder meine Steuerrechnung zahlen und dann, hoppla Schorsch. Zum Beispiel. Ich glaube, vorzeitig zurückzahlen geht meistens immer darum, erstens muss man schauen, wie die Zinsen ausgezahlt werden. Es gibt zum Beispiel Produkte, die werden immer nur am Ende ausgezahlt. Oder zum Beispiel alle 3 Monate kriegt man seine Zinsen. Das kommt dann immer drauf an. Aber zum Beispiel, wenn man sagt, ich sehe jetzt zum Beispiel, dass ein Produkt relativ weit oben ist und die Aktie zum Beispiel sehr gut gelaufen ist, oder? Und dann hat man irgendwann beim BRC das Problem, man läuft ja irgendwann an sein Maximum. Du kannst ja nur deinen Zins und den Kaufpreis, den du hattest. Also das beides zusammen, wenn jetzt zum Beispiel das Produkt, es quotiert übrigens in Prozent, wenn diese 100% ist meistens der Ausgabebetrag und man hat zum Beispiel 5% Zinsen, die man bekommt, auf die ganze Laufzeit gesehen. 105 ist ja das Maximale, was ich rausholen kann, weil das ist das auch, was ich am Ende maximal zurückbekommen kann. Das ist da, wo du vorhin gemeint hast, wenn die Aktie überperformt oder wenn die bessere Rendite hat. Wenn sie halt voll abgeht, oder? Ja. Und wenn die eine davon, auch wenn es kann ja auch sein, dass es nur auf eine Aktie dann geht und dann macht es halt schon mehr Sinn, das Produkt zu verkaufen und beispielsweise das dann wieder anders anzulegen, anstatt dann einfach zu warten, okay, weil in dem Jahr kann eh nichts mehr passieren. Also besser als 105 kann es nicht werden. Und in dem Fall macht es dann keinen Sinn, das Produkt weiterzuhalten. Oder wenn man zum Beispiel denkt, ich gehe jetzt davon aus, vielleicht eine Übernahmestory oder irgendwas passiert auf einer von den Aktien, dass man denkt, okay, vielleicht wird sich auf der Aktie das eher negativ auswirken und ich möchte jetzt vorher verkaufen, bevor das negativ sich auswirkt. Und so kann man halt das ein bisschen selber steuern. Aber am Ende kann man es immer so lange halten bis zum Ende. Also man muss es nicht verkaufen. Könntest du theoretisch auch mehr Geld verlieren, als eingesetzt hast? Nein. Ja. Bei keinem strukturierten Produkt hat man Nachschusspflicht. Also man muss nie mehr Geld, als das Produkt an sich kostet, investieren oder nachschießen oder eben etwas dazugeben. Auch wenn du einen Hebel drin hast, nicht? Auch wenn du einen Hebel drin hast, aber auch wenn man zum Beispiel Gebühren drin hat. Oder es gibt ja auch viele Produkte, die zum Beispiel jährlich Gebühren zahlen müssen oder die, auf die man zahlen muss. In dem Fall wird das zum Beispiel immer über den Produktpreis dann abgewickelt. Also das Produkt kostet dann 1 und wenn die Gebühren abgezogen worden sind, kosten sie dann 90 Rappen zum Beispiel. Und so werden Gebühren halt in Hebel, aber auch in Anlageprodukten wiedergegeben. So hat man halt nicht diese Nachschusspflicht von Geld. Okay. Also ist das, was man wirklich bei seinem Broker eingibt, ich kaufe jetzt 2 BRCs zu 1000, das ist das, was ich bezahle und das, was der Broker verlangt natürlich. Aber am Ende hat man nicht extra Kosten, die man bezahlen muss. Du hast Kosten und Gebühren angesprochen. Wo sind wir da vom Price Range her? Weißt, was kosten die Produkte? Es kommt immer darauf an, was für ein Produkt man kauft und wie man die Kosten vereinzeln, sage ich mal, zuordnen will. Zum Beispiel Hebelprodukte werden täglich angepasst. Ja. Wie die angepasst werden, ist jetzt auch wieder ein bisschen, würde den Rahmen ein bisschen sprengen. Ja gut, aber wenn wir nicht ins Detail gehen. Aber, aber die Anlageprodukte beispielsweise, da ist ja eine gewisse Marge drauf, indem wir unsere Produkte natürlich, also wir müssen natürlich auch unser Risiko absichern, der Emittent muss das Risiko absichern und deshalb werden diese mit Gebühren verkauft. Das ist aber schon in den Preisen enthalten. Das bedeutet, man kann sich das relativ einfach vorstellen, man hat so ein Basisszenario, man hat einfach 0 und dann kommt so ein kleines bisschen rechts drauf, ein kleines bisschen links drauf, das ist nämlich der Kauf- und der Verkaufskurs. Ja. Also muss man von der, man nennt das Fair Value, also der faire Wert, was eigentlich auch nicht wirklich eine, kann man auch vielleicht negativ ausdrücken, weil dann ist das andere ja nicht der faire Wert, oder? Ja. Aber im Fachjargon ist es so, also das ist eigentlich das, ohne alles, wenn man nur das Produkt einzeln rechnen würde. Und dann kommen halt die Margen drauf. Und das bedeutet, dass man eigentlich dieses Produkt ein bisschen teurer kauft und ein bisschen billiger wieder verkauft. Und das ist dann die Marge, die der Emittent am Ende für die Strukturierung des Produktes bekommt.
Also ein bisschen wie Forex-Trading eigentlich, oder mit... Genau. Ja. Und dann hat man ja eben den Spread, also der Unterschied zwischen dem Kauf- und dem Verkaufkurs, das ist der Spread, muss man halt bezahlen. Genauso wie bei Aktien, da muss man ihn ja auch bezahlen. Ja, okay. Aber weißt du, in Prozentsätze, was kostet das Produkt? Sind wir da bei 1%, sind wir bei mehr, sind wir bei weniger? Erstens kann man es immer in den Basisinformationsblättern, das wird ja von jeder Bank zur Verfügung gestellt, was auch Pflicht ist. Dieses KIID. Genau. Ja. Da sieht man zum Beispiel auf einem fiktiven Betrag von 10.000 Franken, wie viel Kosten in so einem Produkt sind. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig, auch für Anfänger zu sehen, weil das wird auf ein bestimmtes Szenario gerechnet, wie sich die Aktien dort bewegen. Und also wir verstehen das schon manchmal auch nicht, was da drin steht. Ja, und das heißt schon was. Du gehst es wenigstens zu, das ist doch schön, oder? Genau. Ja, also wer sich das denn ausgedacht hat, ich weiß es nicht. Aber da hat man schon so ein bisschen Anhaltspunkte. Und dann kommt es immer auf die Laufzeit an. Also so ein klassischer BRC, würde ich sagen, auf Nestle, Novartis, Roche hat wahrscheinlich ungefähr wahrscheinlich so 0,5 Prozentpunkte an Marge auf den Preis ungefähr. Aber es kann auch weniger sein. Es kommt dann auch immer wirklich auf viele Sachen an. Erstens, wo die Barriere ist, wo die Kurse sind, wie lange das Produkt noch läuft. Und das sind ungefähr so zwischen 1 und 0,3%, würde ich sagen, ungefähr. Also eigentlich im Rahmen, oder wenn man sich überlegt, dass viele das Gefühl haben, also gerade auch in meiner Community, dass man einfach viel Geld braucht, um dann zum Beispiel in das strukturierte Produkt reinzugehen. Oder das heisst, es ist oft auch dann ein Argument, dass man sagt, nein, ich habe jetzt mein Geld in Aktien und in ETFs, weil alles andere ist mir zu teuer. Also dann ist ja das wie auch kein Argument. Oder? Also, das strukturierte Produkt nur jetzt nicht, für ein grosses Volumen ist. Oder? Also, viel also gerade das, was, also gerade aus dem Bereich, wo ich herkomme, ist gerade für eben Privatanleger, für auch kleine Beträge, so sind auch die meisten unserer Produkte strukturiert, weil wir eben für die Privatanleger zuständig sind und nicht für Banken oder ähnliches, dass man diese Produkte halt auch eben für wenig kaufen könnte. Hebelprodukte ist noch was anderes, die sind zum Beispiel im Rappenbereich manchmal oder 1-2 Franken, da kommt es aber auch immer darauf an, was man kauft. Aber wenn man jetzt so einen klassischen BRC sich zum Beispiel anschaut, der ist zum Beispiel bei 1.000 Franken. Oder es gibt auch welche, die sind in 5.000er Schritten nominiert, aber in dem Fall ist man immer ungefähr bei 1.000 Franken, ungefähr in diesem Bereich. Also das ist die Investitionssumme, 1.000 Franken. Ja. Und da hat man sozusagen einen Anteil, oder das bedeutet, es ist der Nennwert, das bedeutet, wie viel diese eine Anleihe oder diese einen BRC wert ist. Und dann wird der in Prozent, wird das notiert. Und wenn es 98% das Produkt quotiert im Moment, ist es halt 980 Franken als Gegenwert. Aber am Schluss geht es immer darum, dass ich ja immer diese 100% haben möchte. Also ich möchte 100% wiederhaben aus meinem Investment. Und das wären dann immer 1.000 Franken, oder? Und so sind eigentlich alle BRCs bei uns strukturiert. Und sie sind auch alle als Settlement hinterlegt, dass ich immer die Aktien bekomme, weil das natürlich das Attraktive ist. Ich will am Ende nicht 980 Franken in Cash wieder oder in Bargeld wieder bekommen, sondern ich will ja wirklich die Aktien dann bekommen, wenn irgendwas schief läuft. Und deshalb ist auch immer ganz wichtig, dass man schaut, dass das, dass die Rückzahlung auch physisch erfolgt, also Aktien und nicht Cash. Okay. Was meinst du jetzt, auf was müsste ich achten, von meiner Anlagestrategie her, dass das reinpasst? Oder sage ich jetzt mal, jetzt habe ich Kurs gemacht von Corinne oder von mir und haben mal das Portfolio aufgebaut und nach wirklich so einem Jahr fühle ich mich, sage ich jetzt mal, sicher mit dem, was ich habe, eine gute Basis gelegt, oder? Wo würdest du denn sagen, okay, jetzt passt das rein? Oder das Verhältnis von den Summen, weißt du? Also ich würde erstmal schauen, mit welchen Aktien ich mich wohlfühle. Vielleicht auch erstmal anfangen mit weniger Risiko. Also ich würde meine Barriere erstmal nach unten ziehen. Und dann würde ich erstmal schauen, erstens, welche Aktien ich vielleicht auch attraktiv finde, vielleicht auf meiner Watchlist habe und sage, vielleicht könnte ich die mir irgendwann mal anschauen oder vielleicht sind sie irgendwie attraktiv. Und man sagt, ich möchte jetzt irgendwie ein bisschen was beimischen. Ich kaufe mir vielleicht erstmal einen BRC, der zum Beispiel auf Aktien geht. Erst vielleicht auf eine Einzelaktie, um erstmal auszutesten, weil drei sind natürlich schon, da muss man eben auf drei schauen, das ist schon was anderes. Vielleicht auf eine Einzelaktie und dann schaue ich einfach,
mit was bin ich mir sicher? Und dann nehme ich einen Coupon, der jetzt auch nicht 30% PA entspricht, also per anno, also für ein Jahr. Und sage dann einfach hier, ich möchte jetzt eine Aktie und ich bin zufrieden, wenn, oder ich bin fein damit, wenn sie 20% runtergeht. Und ich möchte jetzt einfach eine Beimischung in mein Depot haben, was vielleicht reinpasst. Ich habe zum Beispiel Novartis und ich nehme jetzt ein BRC auf Roche, weil Roche habe ich noch nicht. Ich wäre fein, wenn Roche auch mit reinkommt, möchte aber einfach nur erstmal zum Beispiel so ein bisschen das Feeling haben, wie dieses Produkt funktioniert und nehme eine Barriere von vielleicht 70%, habe einen Coupon von vielleicht 4 oder 5, vielleicht auch weniger, kommt drauf an, wie lange die Laufzeit ist. Und so kann ich erstmal schauen, wie sich das Produkt überhaupt verhält. Und dann mache ich erstmal nur ein oder ich nehme einen Anteil, also einmal für 1000 Franken und dann kann man auch sehen, wie man Zinsen bekommt, wie die Zinsen ausgezahlt werden. Wenn jetzt Roche vielleicht sogar die Barriere reißt, wenn ich die Aktie bekomme, ich kriege erst die Zinsen und dann kriege ich die Aktie. Das sind zwei verschiedene Sachen. Also man kriegt nicht, sage ich mal, ein Bündel dann zurückgezahlt, sondern es sind zwei verschiedene Sachen, müssen auch verschieden versteuert werden übrigens. Und in dem Fall kann man dann sich vielleicht erstmal so ein bisschen rantasten an so ein BRC. Ich würde jetzt nicht unbedingt 100.000 Franken sofort in Nestle, Novartis, Roche stecken, weil ich das jetzt gesagt habe, sondern man muss sich wirklich erstmal auch rantasten und vielleicht auch mal so ein bisschen das Gefühl bekommen, was es für Coupons gibt. Also der Coupon geht von 3% bis 25%, da ist wirklich alles mit dabei. Okay. Und dann gibt es halt sehr viel verschiedene Ausgestaltungen, die ganzen Merkmale, Autocall, Issue Call. Dann haben sie Barrieren, die nicht nur an einem Zeitpunkt beobachtet werden, sondern an allen. Und da gibt es sehr, sehr viel verschiedene einzelne Stellschrauben. Und man sollte sich vielleicht erstmal auf eben die klassischen konzentrieren und dann immer weiter hocharbeiten, wo man auch sicher ist. Und vielleicht immer, also bei uns kann man immer anrufen und nachfragen, wir erzählen das auch immer gerne, was denn jetzt das heißt und was jetzt das heißt und was vielleicht der Vorteil oder der Nachteil davon ist. Aber man sollte sein Depot natürlich immer, sage ich mal, einen Blick haben, vielleicht auch nicht überlappen. Also wenn man schon Nestle hat, vielleicht nicht unbedingt Nestle auch noch als BRC drin haben. Oder wenn man sagt, ich möchte vielleicht Nestle aufstocken, nehme einen, der zum Beispiel eine gerissene Barriere hat, streiche noch den Coupon ein und kriege dann sowieso Nestle. Ja. Es gibt verschiedene Strategien. Also auch, dass man ein bisschen auf den Markt schaut, was macht der Markt? Und ich glaube, eine Situation wie jetzt ist für viele einfach so von Unsicherheiten geprägt, dass man einfach zwangsweise in den nächsten paar Jahren auch noch eine Seitwärtsbewegung haben. Dort, glaube ich, werden strukturierte Produkte noch mal stärker nachgefragt. Oder? Also in Seitwärtsbewegungen und halt nicht in Boomphasen. Oder speziell einfach, wenn du zu viele Wachstumstitel drin hast, oder ist ja auch wieder nicht gut. Aber dass man auch die Marktlage ein bisschen. Weil viele dann auch so ein bisschen ratlos sind und sagen: Ja, was soll ich jetzt noch? Oder? Aktionismus ist ja etwas, wo man eigentlich bevorzugt. So, gerade so in Krisenzeiten, aber eigentlich nicht immer unbedingt belohnt wird. Und ich glaube, dass diese Regel bei den strukturierten Produkten nicht gilt. Also, dass man eigentlich bei den Aktien und bei den ETFs, so, wenn man dort dann zu viel handelt, oder, kann man einfach zu fest daneben greifen und die strukturierten Produkte einem dadurch noch mehr verzeihen. Also wäre jetzt einfach aufs Produkt an, aber ja. Ich glaube, strukturierte Produkte sind halt für verschiedene Marktphasen wirklich lohnenswert. Gerade in so Boomphasen, eher eine Aktie, es ist in Boomphasen, da sehe ich, was ich bekomme, oder wenn die Aktie steigt und wenn ich die Dividende bekomme, da ist das BRC oder der BRC ist jetzt nicht das geeignete Produkt, eben auch gerade auf diese Marktphase zu gehen. Aber zum Beispiel auch strukturierte Produkte gibt es halt auch eben für Boomphasen, aber auch für Phasen, wo wir runtergehen, also wo die Märkte wirklich fallen. Deshalb gibt es es gibt eigentlich für alle Marktphasen ein strukturiertes Produkt, was natürlich im Gegensatz zur Aktie dann schon positiv ist, weil die Aktie sich nur in eine Richtung positiv läuft. Aber es gibt bei strukturierten Produkten genau dasselbe Spiel. Man kriegt zum Beispiel keine Dividenden, die werden eingepreist in die Produkte, aber man kriegt sie nicht ausgezahlt. Aber hier gibt es eben Vor- und Nachteile von Struckis genau gegenüber auch Aktien. Aber strukturierte Produkte gibt es für jede Marktphase des Marktes. Ja. Weißt du noch, was dein erste Struchi war, das du gekauft hast, Corinne? Ein BRC. Uff. Also ein Barrier Reverse. Also welche Aktie hast du denn dort drin? Pharma. Also Pharma. Ja, Novartis, Roche ist auch noch. Sandoz oder was ist noch? Sanofi. Sanofi, ja.
Ja, okay. Und, und vor allem ist einfach... Weißt du noch, warum genau das ausgewählt hast? Einfach, weil es sonst nicht gehabt hast in deinem Portfolio? Ja, also es war eine gute Kombi gewesen halt, eben noch mit dem Zins. Und, aber also ich war schon ich bin in der Beratung, gewesen, weil ich glaube, ich selber hätte mir das Ding jetzt glaub, über den Online-Broker nicht ins Depot gelegt. Ja. Also ich habe... Ich wollte es auch vertiefter verstehen und darum bin ich dann schlussendlich in der Beratung gelandet. Ja. Also. Gut, dort macht eine Beratung extrem Sinn. Oder? Du musst einfach hoffen, du hast einen guten Berater. Oder? Bist jetzt da, wenn ich jetzt von dir eine Beratung will, oder von der Fontobel eine Beratung will, oder muss ich da gerade mit dir eine halbe Kiste hinterführen kommen? Oder an wen bekomme ich einen gratis Kaffee bei euch über und eine Beratung? Also Fontobel an sich sind ja drei verschiedene oder drei große Bereiche, die wir abdecken. Das ist einmal die Vermögensverwaltung, dann ist aktiv das Asset Management, das wir machen. Und dann eigentlich unser Bereich, der sich so eben um die Anlagelösung spezialisiert oder handelt. Und in dem Fall sind wir aber also man darf Fontobel nicht gleichsetzen mit, okay, da kann ich wirklich nur hin, wenn ich wirklich sehr viel Geld habe, oder? Das ist eine Seite von Fontobel oder da ist es, was die meisten Leute von Fontobel halt auch kennen, eben diese Vermögensverwaltung, die sie machen. Aber gerade was wir machen im Bereich strukturierte Produkte, sind wir wirklich eigentlich für jeden Anleger offen. Unsere Produkte werden eben gepreist von 0, von 10 Rappen bis 5.000, 10.000. Da haben wir kein Limit. Also wir sagen nicht, Sie müssen erst die und die Nötlis hier auf den Tisch legen, bevor Sie mit uns reden dürfen. Deshalb ist Fontobel an sich als Emittent gesehen von strukturierten Produkten ein bisschen wegzunehmen von dem Anlage- oder Vermögensverwaltungsbereich, das unser Wealth Management eben macht und wofür Fontobel auch bekannt ist. Oder? Deshalb haben auch viele diese Assoziation mit Fontobel, da muss ich viel Geld haben und da darf ich gar nicht hingehen, wenn ich jetzt mit meinen 2000 Franken komme, die ich jetzt anlegen möchte. Aber unser Bereich ist halt für jeden Anleger offen, weil wir gerade den Privatbereich eben auch abgrenzen oder den Privatanlegerbereich. Und das haben wir auch am Telefon. Oder wir haben viele Leute, die halt fragen, ich möchte jetzt hier ein Nestle und Novartis Roche kaufen, brauche ich ein Depot bei Ihnen, muss ich bei Ihnen handeln? Oder? Und das ist halt immer das Trugbild, dass Fontobel nur diese Vermögensverwaltung macht, sondern wir sind halt an der SIX, also an der Börse, kann man unsere Produkte kaufen, egal ob man bei Fontobel ist oder bei Swisscom oder bei der ZKB oder wo man auch immer sein Depot hat. Aber Beratung könnte ich gleich dazu haben. Beratung gehört nicht dazu. Die gehört nicht dürfen dazu. Nein, kannst du dann nicht über den Online-Broker kaufen. Nein, aber ich meine, ich kann in eine Beratung kommen zu dir und nachher dann über meine Hausbank kaufen, das meine ich. Die Beratung an sich macht das Wealth Management, das wäre dann wieder ein anderer Teil von uns und da geht es auch eher darum, aktiv sein Portfolio auch zu gestalten. Also da geht es nicht darum, dass ich von Fontobel die Beratung bekomme und dann gehe ich woanders hin und kaufst. Also man hat meistens, wenn man im Wealth Management ist, auch da sein Depot und handelt auch darüber. Es gibt verschiedene Modelle, also man kann auch selbst entscheiden, was man handeln möchte. Aber alles, was, sage ich mal, bei uns rauskommt, ist wirklich der Privatanleger, der irgendwo anders, kann auch bei Fontobel sein, also heißt ja nicht, dass man bei Fontobel nicht auch selbst entscheiden machen kann. Aber es geht eher um die Leute, die halt privat sich dazu entscheiden, ohne Anlageberater Geschäft zu machen, sich eben informieren darüber und selbstständig dann entscheiden. Der Selbstentscheider, so nennen wir ihn. Okay. Hey, jetzt doch ein paar Fragezeichen aufgelöst in meinem Kopf. Bin ich mega froh. Danke vielmals. Hast du noch eine Frage dazu? Was schreibst du jetzt in deinem Blog? Ja, das siehst du dann. Ich lohne dir zuerst gegenlesen von der Vivienne. Hast du noch eine Frage dazu? Nein. Ich finde es sehr spannend. Also. Ja, merci vielmals. Das nächste Thema, das mich dann beschäftigen würde, geht in eine ähnliche Richtung. Das wäre dann so Themen-ETF. Weißt du was? Aber ich glaube, über da könnten wir wieder eine ganze Podcast-Folge füllen. Wegen dem tun wir das mal auftagen. Danke euch beiden mega fest für eure Zeit. Danke vielmals, Corinne. Danke vielmals, Vivienne. Hat eigentlich jemand gewonnen? Nein, ihr habt euch am Anfang. In diesem Spiel ist es ein bisschen Richtung Vivienne gegangen, dann hast du wieder einen Fehler gemacht. Dann hast du wieder etwas angesprochen und nicht gerade erklärt. Wir sind in der Mitte, es ist mega langweilig. Also bezahlst du die Drinks? In dem Fall bezahle ich Drinks. Fuck, gleich verloren. Ja, du hast im Fall Forex und Kit. Hast du nicht erklärt. Du hast schon zwei Fehler gemacht.
Nein, sie hat gesagt, und ich habe gesagt, als KI-Idee. Sie hat eigentlich schon erklärt, das Ding. Ich habe als Informationsblatt gesagt, das ist die korrekte. Das stimmt. Ja. Das KI-Idee ist das Basisinformation. Kennst du Geschichten dazu? Genau. Eigentlich. Zum Kit? Ja. Warum wir das haben müssen? Ja. Wegen Lehman. Weil man einfach gesagt hat, wir wollen eigentlich ein Papier, das für alle Banken gleich aussieht, damit man Kunden nicht verwirrt. Das sollte plus minus gleich aussehen, dass die nebeneinander legen können und nachher dann können sagen, aha, du hast so aufgebaut und dann kannst du das Produkt besser vergleichen. Das ist eigentlich die Geschichte von dem ganzen KI-Idee. Wegen dem finde ich das nicht mal so schlecht, dass wir das haben. Ich muss sagen, schlussendlich sehen sie aber doch nicht so genau gleich aus, wie wir es alle gerne hätten. Aber trotzdem finde ich die auch noch spannend zum Anschauen. Also wenn in Deutschland sind sie Pflicht. Also in Deutschland sind sie Pflicht zum Publizieren. Und bevor du kaufst, musst du es auch durchlesen. Also du musst es haben. Und deshalb hat die Schweiz es ja auch übernommen, weil in den europäischen Ländern ist es halt Pflicht. Und deshalb ist es bei uns zum Beispiel sowieso da, weil wir müssen es für die Europäischen machen, oder? Ich glaube, es ist ganz cool, weil es soll auf 5 Seiten, glaube ich, die oder 3, die wirklich Kernpunkte dieses Produktes hervorheben, ja, ja, auch das Risiko, also wird auch angezeigt, wie risikoreich diese Produkte sind. Der Gedanke dahinter ist schon okay und man kann auch viel Information raussuchen, aber wenn es zum Beispiel über die Kosten- und Szenarienrechner geht, da weiß manchmal unsere Quants wissen manchmal auch nicht, was dahinter steckt. Also sie wissen es natürlich schon, aber am Ende das wirklich ausrechnen zu können, vor allem am Telefon mit dem Privatkunden, da komme ich schon auch manchmal an meine Grenzen. Ja, nein, ich habe das aber auch, wenn mich jemand fragt, welches Produkt soll er jetzt reinvestieren, oder? Und ich sage, du, ich bin kein Produktverkäufer, aber wenn, dann schau mal das KI-Idee an und dort kannst du es relativ einfach herauslesen, oder hast du einen einfachen Vergleich. Es wird vereinfacht auf eine Basis, was vielleicht genau, manchmal auch statt ein bisschen, alle Factsheets durchkatschen. Aber es ist manchmal auch natürlich ein bisschen blöd, wenn man komplexe Sachen zu einfach machen will, dann läuft man wieder in die Komplexität rein, oder? Ja. Aber das geht es auf jeden Fall gut, ja. Minimum an Worten ein Maximum an Klarheit zu erschaffen, aber das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig manchmal bei Finanzen. Gell? Wegen dem machen wir einen Podcast, dann können wir uns ausführlich über so Themen unterhalten. Genau. Hey, Vivienne, wo findet man dich, wenn man dich möchte kontaktieren? Hast du irgendwie das LinkedIn-Profil, wo man dich anschreiben darf? Oder? Ich habe ein LinkedIn-Profil, aber darauf antworte ich meistens nicht auf Finanzfragen. Ja. Darf ich einfach nicht, oder? Das ist klar. Aber gerne bei uns auf der Hotline, bei uns auf dem Derinet, also bei unserer Zertifikate-Webseite von Fontobel. Entweder über das Kontaktformular, einfach eine E-Mail schreiben an unsere Inbox. Wir sind eigentlich jeden Tag von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Und antworten eigentlich auch immer relativ schnell. Wenn man eine ganz dringende Frage hat, kann man immer anrufen. Da ist immer jemand, der antwortet. Ja. Und wir versuchen, alle Antworten oder alle Fragen zu beantworten. Okay, super. Gorinbrecher.ch. Ja, ich bin ja nicht so starr, so aufgeschlossene Öffnungszeiten. Ja. Aber Webseite, ja. Oder Instagram. Ja, das ist die geilsten Mails, wo unten dran steht, wenn das du erreichbar bist und wenn nicht. Und ja, ist einfach mit Kind, oder? Musst können planen. Transparenz, ja. Genau, finde ich super. Okay, hey, ich danke euch vielmals. Mich findet ihr übrigens in diesem Podcast oder auf finanzfabio.ch oder einfach Social Media. Finanzfabio eingeben, landet sicher bei mir. Denkt daran, die Podcast-Folge zu teilen mit 2 Kollegen, 2 Kolleginnen, weil so können wir exponentiell wachsen, wenn das jedes Mal alle machen. Das wäre doch super. Danke euch fürs Zuhören und bis bald.